Ja, hallo Leute, ich bin's der Jörg und zwar zu einem kurzen, schnellen Video. Es sind ja die neuen Kisten rausgekommen heute Nacht oder gestern Abend oder wie auch immer. Das Update, mein Bruder hat es ja in dem ersten Video schon alles kurz zur Zeit, auch die Skins und so. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier auch gar nicht so lange rummachen und wir direkt anfangen. Also zu den Skins. Wie sollen wir es machen? Andersrum. Zurück. Mit dem Key. Also die Skins grundsätzlich, ja, die Blue Skins, die sind eigentlich generell eher Schrott. Da ist jetzt mal rein von der optischen Sache die Glock vielleicht noch am besten. Die Negative-Phase oder die M249, Aztec, hässlich, hässlich, hässlich finde ich. Die, ja, geht so, aber nicht wirklich. Die ist vielleicht noch gar nicht so ganz schlecht. Obwohl, naja. Also tatsächlich die einzigen Skins, die ich jetzt hier geil finde, ist tatsächlich auch die AWP Wildfire. Die sieht echt nice aus und ich finde die P90 ganz cool. Die AUG, Desper Puppy, naja. Und im Gegensatz zu meinem Bruder, die Farmers, also gefällt mir auch nicht so wirklich. Es gibt schlechtere, aber ja, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ich frage mich sowieso manchmal, wer diese Skins macht. Ich schätze mal, wenn man da mit der Community zusammenarbeiten würde, dann würden bestimmt viel geilere Skins rauskommen. Vielleicht liege ich falsch, ich weiß es nicht. Aber egal, jetzt fangen wir einfach mal an und hoffen, dass wir reinlacken. Farmers Decommissioned, okay. Wenigstens ein Stat-Track, aber ja, gut. Keine Schönheit. So, die nächste. Sind jetzt insgesamt 17 Kisten, knapp 90 Euro. Der Skin, der regt mich auch auf, weil das sieht doch aus wie eine stinknormale Beretta. Nur weil da jetzt so ein bisschen weiße Schrift drauf ist, also das ist schon teilweise echt eine Frechheit. Da könnte man sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben. Gerade vor allem so 20-jähriges Jubiläum. Da muss ich doch die richtigen Kracher raushauen. Naja, alles was über blau ist, ist dann so zumindest für einen Aufwertungsvertrag oder sowas zu gebrauchen. Wir haben ja kurz vor kurzem mit dem Messer reingelackt, von dem her habe ich jetzt auch keine große Hoffnung, dass da jetzt groß was kommt. Aber sag niemals nie. Das war jetzt auch nur noch mein Steam-Guthaben aus dem letzten Case-Opening. Habe ich gesagt, komm, das verblasen wir jetzt. Entweder wir stehen dann bei 0 oder wir lacken tatsächlich nochmal rein. Es ist allerdings auch recht früh, deswegen klinge ich vielleicht noch etwas unfit. Aber wie ihr seht, noch nicht mal was Rotes oder sowas kommt da vorbei. Also, da tut sich nicht viel. Jetzt drehen wir die mal schön in die Mitte. Nochmal lila. Komm, die ist es jetzt. AWP Wildfire oder Classic Knife. Oh. Gar nicht mal so schlecht, aber die Condition sieht jetzt nicht so geil aus. Aber, verbringt neu, okay. Da schauen wir doch mal schön. Ja, 18 Euro, also schon mal gar nicht so schlecht. Und bin ich vorbei.
Aber zum Schluss natürlich wieder nur blau. Doch von dem Code Zero kann das, Code Zero kann das sein, auf wie heißt Cashy, oder? Oder verwechsel ich jetzt gerade was? Ne, mal den Moment mal. Oder war das eine Code Zero? Ich weiß es nicht. Bevor jetzt absolut Bullshit raus jetzt. Ist auch so ein Skin richtig hässlich. Einfach hingeklatscht. Ich verstehe es nicht. Ah, die nochmal vorbei. Schade, schade, schade. Wie ihr seht, es wird schon langsam wieder eng. Ich einmal nach dem anderen Mal, also jetzt noch die letzten fünf Kisten. Komm schon, drückt mit den Daumen. Hui. Ja, ab in die Mitte. Und dann wird's rot. Oder auch nicht. Das auch, also ich weiß nicht. Das sind einfach ein paar verschiedene Farben. Absolut lieblos, also. Streicheln Gold und auf geht's. Ach nein, schon wieder, das gibt's doch nicht. Ist doch frech. Streicheln. Die scheiß Beretta. So. Streicheln. Ja, brauche ich nichts dazu sagen. Jetzt aber die letzte, komm schon. Streicheln, 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 irgendwas, was wertvoll ist. Okay, also, so schnell hat sich die Sache wieder erledigt. Das ist hier mit Abstand der beste Skin, was wir hier rausgezogen haben. Wird meine Playskin allerdings nicht ersetzen. Mein Playskin ist die Death by Kitty. Mit Abstand der beste P90 Skin. Ich werde die wohl auf dem Markt gleich rausballern. Ja, ansonsten schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.